Jo Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch, wie man einfach viele Weitschüsse machen kann, damit ihr die Goldtarnung schneller freischalten könnt. In Vanguard muss man mit jeder Waffe 100 Weitschüsse machen und das kann sehr lange dauern. Jedoch gebe ich euch in diesem Video viele hilfreiche Tipps und zeige euch ein paar Spots, wo ihr sehr einfach sehr viele Weitschüsse machen könnt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und keine Guides oder News zu Vanguard verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Jetzt legen wir los mit dem Video. Viel Spaß! Bevor ihr überhaupt die Weitschüsse für die Meisterschütze-Tarnung sammeln könnt, müsst ihr eure Waffe erst einmal bis Level 30 leveln. Es gibt jedoch bei manchen Waffen eine Aufgabe, bei der ihr mit drei bestimmten Aufsätzen zusätzlich 100 Weitschüsse machen müsst. Und um dann nicht 200 Weitschüsse machen zu müssen, empfehle ich euch erstmal die Waffe in Ruhe auf Level 70 zu spielen und dann alle Aufgaben für die Tarnungen anzuschauen. Ihr könnt dann viele Aufgaben für die Tarnungen gleichzeitig freischalten und erspart euch viel Zeit. Wenn ihr wissen wollt, wie man schnell seine Waffen levelt, habe ich euch oben rechts ein Video verlinkt. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Dort gehe ich mit euch das ganze Waffenleveln einmal durch und zeige euch, wie man am schnellsten in Vanguard Waffen levelt. Kommen wir jetzt zu den Distanzen, die ihr für jede Waffenklasse mindestens haben müsst, damit es als Fernkämpfer bzw. Weitschuss zählt. Übrigens zählt es erst als Weitschuss, wenn nach einem Kill bei euch Fernkämpfer angezeigt wird. Bei den Snipern müsst ihr die größte Distanz zum feindlichen Spieler haben. Hier müsst ihr 52 Meter vom Gegner entfernt sein, damit es als Fernkämpfer zählt. Bei den Sturmgewehren, LMGs und Taktikgewehren sind es jeweils 38 Meter. Bei den Maschinenpistolen sind es nur 30 Meter. Pistolen haben zum Glück nur 20 Meter und zu guter Letzt bei den Shotguns zählt es schon nach 12 Metern zu einem Weitschuss. Wenn ihr jetzt auf Weitschüsse geht, solltet ihr auch Aufsätze nehmen, die eure Waffe präziser macht und eure Reichweite erhöht. Achtet also darauf, dass ihr Aufsätze nehmt, die Präzision, Rückschusskontrolle und effektive Reichweite erhöhen und achtet auch darauf, dass keine anderen Aufsätze diese Werte verringern. Ich würde euch auch das G16 2,5x Visier empfehlen. Das gibt einen kleinen Zoom und lässt eure Waffe auf Distanz präziser wirken. Nehmt auch den Munitionstyp verlängert mit, um mehr Projektilbeschleunigung zu haben. Wenn ihr eure Waffe perfekt für Weitschüsse ausgelegt habt, geht es jetzt über zum Spielmodi. Kommen wir jetzt zur Wahl des Spielmodis. Das ist nämlich sehr wichtig, denn für Weitschüsse solltet ihr Hardcore spielen. Wenn ihr normal spielt, werdet ihr auf die Distanzen kaum Weitschüsse hinbekommen, da ihr einfach zu wenig Schaden auf große Distanzen macht. Außerdem ist es schwieriger, die Gegner auf größere Distanzen zu treffen. Wenn ihr also Weitschüsse schnell haben wollt, dann spielt Hardcore. Des Weiteren solltet ihr euer Kampftempo auf Blitz einstellen, somit sind mehr Spieler auf den Karten und mit mehr Spielern kann man auch mehr Kills machen. Vor allem wollen wir auch hauptsächlich die großen Karten spielen, damit wir die Gegner auf größere Distanzen killen können. Jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt und zwar die Maps. Es gibt nämlich ein paar Maps, die solltet ihr unbedingt spielen und es gibt Maps, die solltet ihr nicht spielen. Ich gehe jetzt einmal alle Maps mit euch durch und gebe euch meine persönliche Empfehlung und zeige euch ein paar Spots, bei denen ihr viele Weitschüsse sammeln könnt. Fangen wir an mit Berlin. Berlin ist okay, es gibt ein paar gute Spots an der Seite, wo auch der Fluss ist. Vor allem auf dem Panzer, wo ich mich in dem Gameplay befinde, kann man sehr gut Weitschüsse machen. Ihr solltet hier vielleicht auch die Mitte der Map meiden. Als nächstes haben wir dann Bookcage. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut für Weitschüsse. Auf beiden Seiten gibt es ein paar gute Spots. Die Mitte der Map solltet ihr meiden. Jetzt kommen wir zu Castle. Auch wenn es eine große Map ist, hat sie für Weitschüsse nicht so gute Spots. Deswegen nicht zu empfehlen. Das Haus ist nur für MPs, Pistolen und Shotguns gut. Da könnt ihr die ganze Zeit den Mittelgang abaimen. Ich würde aber auf der Map einfach nur leveln und nicht auf Weitschüsse gehen. Decoy ist ganz okay für Weitschüsse. Vielleicht nicht die beste Map. Es gibt einen Spot, der ziemlich gut ist. Dort habe ich auch 20 Weitschüsse in einer Runde machen können, aber der Spot ist auch eher für MPs als für Sturmgewehre oder Sniper. Demjansk ist eine sehr gute Map für alle Waffen. Hier könnt ihr fast überall Weitschüsse machen, da die Map so offen ist und hier habt ihr wirklich viele große Distanzen, auch perfekt für Sniper. Desert Siege ist für mich eine sehr, sehr gute Map für Weitschüsse. Hier gibt es auch zahlreiche Spots und ihr könnt auch wieder fast jede Waffe verwenden. Hier gibt es wirklich sehr viele weite Distanzen und man kann die Gegner auch relativ gut sehen. Als nächstes kommen wir zu
Dome. Ist zwar eine gute Map, aber zum Weitschüsse machen würde ich das meiden. Hier könnt ihr auf jeden Fall eure Waffen ganz gut leveln, aber wie gesagt, Weitschüsse gibt es hier kaum gute Spots. Eagles Nest ist ja ähnlich. Hier haben wir zwar ein, zwei gute Spots auf der Seite, aber ich würde die Map auch eher zum Waffenleveln nutzen. Gavuto ist hingegen wieder eine sehr gute Map für Weitschüsse. Hier gibt es sehr, sehr viele Spots und auch wieder große Distanzen für Sniper. Deswegen auf jeden Fall zu empfehlen. Hotel Royal würde ich dann auch nicht empfehlen. Man hat zwar diese eine längere Seite, wo man Weitschüsse machen kann, aber es ist wirklich nur dieser eine Spot. Numa Numa würde ich auch nicht empfehlen. Finde ich nicht wirklich gut, die Map. Vor allem auch nicht für Weitschüsse. Da gibt es ein bisschen bessere Maps. Oasis ist zwar nicht die beste Map zum Spielen, aber für Weitschüsse ist sie auch okay. Gleiches gilt dann auch für Red Star. Auf Red Star hat man schon weite Distanzen, aber man kann die Gegner halt manchmal nicht so gut sehen. Shipment für Weitschüsse nicht wirklich gut, außer halt für Shotguns und Pistolen. Subpants würde ich auch nicht empfehlen. Die Map hat zu viele verschiedene Höhen und man kann von überall random geholt werden. Zu guter Letzt haben wir dann Tuscan. Die Map solltet ihr für Weitschüsse auch nicht spielen. Hier noch einmal die Maps zusammengefasst, nach denen ihr Ausschau halten solltet. Berlin, Bukage, Demyansk, Desert Siege, Gavuto und Oasis. Vielleicht noch Red Star, wenn ihr euch das antun wollt. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, um den Algorithmus zu pushen. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.